Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielleicht sei es mir erlaubt, am Anfang was zu den Plastikleibchen zu sagen, die sich die Kollegen, Kolleginnen von der Piratenfraktion übergezogen haben. Ich habe das Gefühl, da wird die Transpirationsquote hier im Saal erhöht, allerdings nicht der Erkenntnisgewinn vorangebracht. Und von daher glaube ich, dass das kein zielführender Beitrag zu der Debatte um Transparenz über Nebentätigkeiten ist. Da haben wir eigentlich auch andere Methoden, uns miteinander auszusetzen. Das scheint mir eine relativ hilflose Reaktion darauf zu sein, dass wir hier gemeinsam einen Gesetzentwurf vorgelegt haben. Ja, das hat uns alles ein bisschen Geduld abverlangt, dass dieses Papier vorliegt und der Gesetzentwurf eingebracht werden konnte. Aber der Prozess hat sich auch aus der Sicht der Grünen-Fraktion gelohnt. Denn wir haben das hier anders gemacht, als es im Bundestag passiert ist, dass da regierungstragende Fraktionen sich was überlegt haben und die Opposition bekam das übergestülpt. Nein, das ist nicht der Fall, sondern wir haben diesen intensiven Prozess in sehr vielen Detailfragen auch miteinander bearbeitet. Und das macht die Qualität des Gesetzentwurfs jetzt auch aus, weil viele Kollegen und Kolleginnen, die meisten in diesem Haus, das als ihre Pflicht sehen, sich so zu verhalten. Das ist der Ausdruck, das Votum der Kollegen und Kolleginnen, hier das dann auch mit darzulegen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Signal für die Bürgerinnen und Bürger, wie uns an Transparenz liegt, wie differenziert uns an der Transparenz liegt und dass wir diesen Auftrag verstanden haben, das Thema der Nebentätigkeiten offenzulegen und da diesem Gebot dann auch gefolgt sind. Und dabei haben wir aber auch die Besonderheiten des Landtags Nordrhein-Westfalen beachtet. Denn das ist ja auch in der Anhörung sehr deutlich geworden. Wir haben eine andere Konstituierung hier. Ich darf noch mal darauf hinweisen, dass in der Regel Kolleginnen und Kollegen 10 Jahre hier Mandatsträger, Mandatsträgerinnen sind. Das heißt, es gibt ein Leben vor dem Parlament, es gibt ein Leben nach dem Parlament. Da muss Berufstätigkeit wieder aufgenommen werden können. Und für einige Berufe ist es auch notwendig zu praktizieren während der Zeit. Auch der von den Piraten eingeladene Sachverständige Herbert von Arnim hat noch mal gesagt, dass es verfassungsmäßig geboten ist, auch Nebentätigkeiten zuzulassen und dass es unverfassungsmäßig wäre, sie komplett zu untersagen. Dabei ist ganz klar, dass das Mandat im Zentrum der Tätigkeiten steht und dass für alle Bürgerinnen und Bürger abzulesen sein muss, dass dieses Mandat dann dort im Zentrum steht und dass vor allen Dingen keine interessengeleiteten Aktivitäten über Nebentätigkeiten verbunden werden können. Deswegen haben wir 2 Säulen eingezogen. Wir von der Grünen Fraktion machen das schon seit 10 Jahren, seitdem wir das neue Abgeordnetengesetz in Nordrhein-Westfalen auf den Weg gebracht haben, dass wir Euro und Cent veröffentlichen jedes Jahr, wie sind unsere Jahreseinkommen, wo sind Tätigkeiten, Nebentätigkeiten, wie werden die ausgewiesen. Wir haben hier ein Stufenmodell gewählt, was aber auch sehr große Transparenz schafft und für alle Bürgerinnen und Bürger das einordnen lässt, denn wir haben alleine 7 Stufen bis zur Summe von 30.000 Euro, die den Jahresbetrag oder monatlich deutlich machen. Und darüber hinaus geht es in 30.000er Stufen immer weiter. Und das ist der große Unterschied auch zu der Bundestagsregelung. Da gibt es irgendwann die Grenze, 250.000 Euro Einnahmen an Nebenverdiensten und dann ist das nach oben offen. Und keiner weiß mehr, welcher Betrag ist es denn? 250.000 plus 1 Euro oder kommen dann nochmal 250.000 darüber hinaus? Nein, wir veröffentlichen konsequent immer in 30.000er Schritten. Und die besonders interessanten Dinge, da wo Gutachten angefertigt werden, da wo es um Vorträge geht, das, was ja auch Aufsehen erregt hat. Wir erinnern uns im Vorfeld der Bundestagswahl über solche Tätigkeiten, Vortragstätigkeiten. Da sind alle Abgeordneten in Zukunft verpflichtet und nehmen das selbst als ihre Pflicht wahr, auf Euro und Cent direkt zu veröffentlichen. Und das ist eine gute Variante, die wir hier miteinander gefunden haben. Und das ist wichtig, dass es von allen so getragen wird. Wir gehen gemeinsam in eine Anhörung herein. Da wird man auch noch mal sehr deutlich machen, dass diese Regelung kein zahnloser Tiger ist. Weil, wenn Abgeordnete dieser Pflicht nicht nachkommen und die Pflichtverletzung nachgewiesen wird, die Präsidentin auch die Möglichkeit hat, bis zu einer halben Jahresdiät ein Ordnungsgeld zu verhängen. Das wird natürlich sehr intensiv im Einzelfall geprüft. Ich entnehme der heutigen Debatte
und dem, was hier im Kasperletheater vorgeführt wird, dass wir uns in der Anhörung auch über Verhaltensregeln für Abgeordnete in diesem Haus unterhalten sollten, damit wir dann über die Würde des Hauses, um das Umgehen miteinander, die Frage gezielter Provokationen uns unterhalten. Das nehme ich als Aufgabe mit, auch in die Anhörung zu nehmen. Dankeschön. Vielen Dank.